Ja, es geht auch unter 6 Meter voll integriert. Und hier ist er, der Van i550 MD. Und hier ist Stefan mal wieder. Grüß dich. Hallo Sven, schön, dass du da bist. Ja, das ist ein ganz tolles Fahrzeug. Es ist sehr kurz, also steht zwar 550 drauf, ihr stapelt ein bisschen tief, denn er ist knapp 6 Meter lang. Genau. Und es ist ein voll integriertes Fahrzeug, was, ich sag mal, in der Art und Weise, in der Klasse mit 6 Metern wirklich außergewöhnlich ist. Ja, und das Schöne daran ist, es ist ein integrierter, aber er ist unglaublich kompakt. Im Grunde genommen fast so lang wie ein Mittelklasse-Kombi. Und trotzdem ist alles drin in dem Fahrzeug. Und ich habe natürlich so ein bisschen die Liner-Atmosphäre. So, ich zeig das mal von vorne. Ihr habt das Ganze, ich sag mal, komplett überarbeitet. Die, ich sag mal so, die automotiven Züge, die sieht man hier wirklich ganz, ganz stark, denn ich sag mal, DNA mit Lichtspiel und allem drum und dran, das ist äußerst wichtig, richtig? Ja, Knaus ist auch eine Designmarke, das ist uns ein wichtiges Element, das auch den Kunden wichtig ist. Und hier sieht man sehr schön eine sehr markante Front mit diesen zusätzlichen Tagfahrlichtern und auch einer markanten Frontschürze. Das ist übrigens alles eigenes Design, das wird auch bei uns verbaut und wir haben natürlich als Schwerpunkt das Designthema. Jetzt schaut man sich mal hier an diesen mattschwarzen Kühlergrill, wo die Schwalben, unser Markenlogo, eingebettet sind und das ist ganz, ganz wichtig. Schauen wir uns mal die Außenspiegel an. Ich glaube, das wollen die Leute auch haben, so Busspiegel, wenn ich so einen kleinen Bus fahre. Ja, und dann diese riesengroße Panoramascheibe, wo ich sozusagen die Welt hinter dem Lenkrad sehen kann. Es ist ja so, der Weg ist das Ziel bei ganz vielen Wohnmobilisten. Beim Vollintegrierten, da habe ich ja, ich sag mal, so ein bisschen Trucker-Feeling mit dabei. Das heißt, ich setze mich da rein, habe ein Panorama, die Fahrt. Ich bin letztes Mal durch die Alpen gefahren, ja, allerdings mit dem Morello, mit dem kleinen Morello bin ich durchgefahren. Gute und habe die, ja, Wahnsinn, du siehst das Panorama, du musst gar nicht anhalten, du hast einen Ultra-Ausblick, wir können uns das gleich mal von innen anschauen, voll integriert. Man fragt sich, warum kauft nicht jeder einen Vollintegrierten? Gerade bei dem Preis, 68.000, ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen teurer wie der Teilintegrierte. Ja, also man muss natürlich sagen, so das durchschnittliche Reisemobil liegt so, glaube ich, in der Größenordnung Ende 50.000. Hier sind wir natürlich ein bisschen exklusiver unterwegs, weil so ein integriertes Fahrzeug einfach auch komplexer in der Fertigung ist. Aber der Vorteil von diesem 550 ist eben seine Kompaktheit. Er hat alles drin, alles dran. Auch hier haben wir eine Platinum Selection. Das heißt, das Fahrzeug ist sehr gut grundausgestattet und alle wesentlichen Elemente sind schon drin. Und das sieht man eben auch an der aufwendigen Beklebung, wo wir hier eben auch mit diesen silbermatten Aufklebern spielen, um die Platinum Selection da ein Stück weit optisch hervorzuheben. Ja, wir gehen mal ganz kurz hinter das Auto, denn was viele Leute sehen, ist nämlich das Heck. Ja. Und auch da, ich sag mal, da habt ihr eine Neuerung, die ihr schon bei anderen verbaut habt. Hier haben wir jetzt ein sehr servicefreundliches Fahrzeug. Denn es könnte ja mal passieren, kann immer mal passieren, ja, die Rückfahrkamera ist zwar da, aber ich habe was übersehen. Und hier hat man einzelne Bauteile, die man austauschen kann im Falle eines Falles. Richtig. Wir haben hier den Heckleuchtenträger und der ist dreiteilig. Die Heckleuchte, die Rückleuchte hier, das ist die Knaus-typische Rückleuchte in einer sehr markanten Form, die auch ein sehr markantes Nachtdesign liefert. Und diese Ecken kann man einzeln austauschen. Klar, es geht mal was daneben, man stößt mal an, dann muss nicht der ganze Träger ausgetauscht werden, sondern nur die Ecke. Hier aber auch nochmal markant diese Fenderverkleidungen, die dem Fahrzeug auch nochmal Struktur geben und eine gewisse Dreidimensionalität. Knaus hat ganz hohe Wiederverkaufswerte, weil die Marke sehr gut etabliert ist. Die Leute kennen die Qualität. Selbst wenn ich mich mal verkauft habe, es kann ja sein, ich mache das jetzt mal, habe vielleicht mal ein Leihfahrzeug. Ihr habt, glaube ich, auch eine Verleihfirma, da kann man testen, oder? Absolut. Rentandtravel.com. Dort gibt es alle Fahrzeuge. Die haben als Anbieter in Deutschland 1900 Fahrzeuge, sind damit der größte Anbieter im Vermietgeschäft. Davon sind übrigens 300 auch Wohnwagen. Und wir erleben dort ein extrem starkes Interesse gerade. Viele Neueinsteiger und natürlich auch viele, die einfach mal ausprobieren wollen, ist dieses oder jenes Reisemobil das Richtige für mich. Das ist so, ja. Und dann, ich kann ja mal sagen, man kann ja mal klein anfangen. Und das Coole ist ja, wenn ich merke, okay, ich sag mal 5,99 oder 6 Meter, das passt jetzt, aber ich habe das Fahrzeug besser kennengelernt, ja, ich will vielleicht ein bisschen mehr Platz haben und so weiter. Man kriegt die Fahrzeuge fast ohne Abschlag verkauft. Das heißt also,
Ja. Sag mal, ich habe gehört, eine Saison mieten, wenn man das abzieht, dann hat man fast den Wertverlust. Ja, dann kann man fast ein Jahr fahren. Und das ist das, was mir alle berichten. Im Moment sind Gebrauchtfahrzeuge fast am Markt nicht vorhanden. Nun, wir erleben gerade durch Corona nochmal alle in der Branche einen enormen Schub. Und das führt natürlich dann auch gelegentlich bei Neufahrzeugen zur Knappheit. Und dann weicht der eine oder andere auch mal auf den Gebrauchtwagen aus, die dadurch sehr, sehr wertstabil sind. Und hier ist natürlich bei Knaus und bei Weinsberg als anerkannte Marken, die etabliert sind im Markt und die auch sauber positioniert sind, gibt es natürlich dann nochmal eine höhere Wertstabilität. Und genau. Das macht natürlich Spaß, klar. Die Heckgarage, da habt ihr euch was Besonderes einfallen lassen. Da ist zwar nur ein Schloss. Richtig. Aber es sind zwei Riegel, die sind nämlich miteinander verbunden, damit auch hier keine bösen Buben eine Chance haben. Genau, ihr nennt das Einhandbedienung, richtig? Genau, das ist die Einhandbedienung. Danke dir, Sven, für den Hinweis. Hier haben wir jetzt die Garage, die etwas anders gestaltet ist. Und zwar ist das dem französischen Bett geschuldet, hinten. Aber wir haben natürlich auch wieder die Verzurösen und die Halteschienen. Hier gibt es die Kurbel für die Markise. Und was immer auch praktisch ist, es ist von beiden Seiten aus B- und Entladen. Also nochmal, trotz französischem Bett habe ich eine durchgehende Garage. Guck mal kurz, bevor wieder die Kommentare kommen. Was sind da für ein Bett hin? Genau, sie kaufen mal ganz, ganz kurz nochmal rein. Ich zeige mal ganz kurz in der Zeit nochmal den Boden, also wie der durchgehend ist. Doppelquerbett. Das Bett ist also sozusagen hier direkt oben drüber, ein doppeltes Querbett. Und deswegen haben wir hier dann auch noch, dadurch, dass hier auch noch Installationen sind, das etwas kleine, aber ich sag mal, wenn man sich den Türausschnitt anschaut, ein Pedelec passt da rein. Ja, das Coole ist auch die Steckdose an der richtigen Stelle. Ich kann mein Pedelec hinten aufladen. Genau. Das ist schon mal so was Kleines und alle Fächer sind gegen Herausfallen geschützt und besonders zu beachten ist die Zoo-Ösen, die dran sind. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn ich mal ein Moped reinstelle, so ein kleines. Absolut. Alles, was hier hinten ordentlich verstaut werden soll, wird am besten festgebunden und das sind die Verzurösen praktisch. Ich glaube, da kannst du locker 30 Kilo dranhängen. Mhm. Also das hält auf jeden Fall. Ja, die kann man noch vorstellen. Ja, dann gehen wir mal rein. Sehr gern. Denn die Kollegin, die hat schon Platz genommen. Hallo. Die Patrizia ist schon drin und schläft schon. Die Patrizia ist schon drin. Sie können gleich noch mal rein, denn das Interesse auch an dem Modell ist sehr groß. Ihr habt viele Fahrzeuge ausgestellt, wirklich fast alle Grundrisse. Und da ist schon mal die Patrizia. Oh, sie hat zugezogen. Sie will nämlich nicht gestört werden. Oh, vielleicht schläft sie auch. Vielleicht wecken sie ganz vorsichtig. Das habe ich ja gar nicht erwartet. Ja, ich habe hier schon mal zugezogen. Wirklich ein sehr, sehr gemütliches Bett. Das ist nämlich eine ganz spezielle Matratze, richtig? Ja, das ist eine Evopore-Matratze, die nochmal anderes Komfortverhalten bietet. Und hier drunter, wenn man da mal schaut, ist jetzt ein solider Lattenrost. Das Ganze hier macht es nochmal behaglicher. Die sind atmungsaktiv und sind auch ergonomisch nochmal angepasst. Die haben unterschiedliche Härtegrade, diese Matratzen. Ist das weich? Ja, also ich würde sagen, es ist perfekt eigentlich, ja. Ja, es ist ein ganz besonderes Bett, ja, was nicht normal ist, sondern nach hinten sich ein bisschen verjüngt. Das heißt, da wo die Beine sind, da habe ich etwas weniger Platz. Ja, genau. Das hat aber den Vorteil, dass auch ganz große Leute darin Platz finden, weil der schläft praktisch schon quer. Genau. Hier ist der Vorteil, dass wir durch diese Verjüngung des Betts nach vorne hin Raum für das Badezimmer gewinnen. Und wenn du da dann mal reinschwenkst, dann siehst du, dass das recht groß ist. Warte mal kurz. Also man hat ganz. Ja, bitte. Recht große Schränke. Okay. Auch hier hat man einen An- und Ausschalter für das Licht. Und auch hier hat man super Ablagemöglichkeit für Getränke nachts oder Handys. Genau, wollte ich gerade sagen, hier ist die Steckdose und das USB, der USB-Anschluss für die Handys. Also wirklich Komfort-Feeling hoch. Als du das eben zugezogen hast, ja, hast du schon das Gefühl gehabt, dass der Raum sich verkleinert hat, dass es viel, viel gemütlicher ist dann? Es ist deutlich gemütlicher. Also ich denke, ich würde. Mach nochmal zu. Das ist auch interessant, das ist Alcantara, was sie zuzieht, das heißt hochbelastbar. Und wenn du mal kurz was sagst. Ja, hallo. Ja, es ist etwas gedämmt, aber es ist schon wie First-Class-Flugzeug ein bisschen. Ja, das ist schon wie die Business-Class und man hat eben seinen eigenen Rückzugsraum. Und das Ganze ist ja auch, ne, wenn man hier mal schaut, die Treppen
haben natürlich immer auch noch eine Funktion. Ja. Ja, hier kannst du noch deine Schuhe unterbringen. Also das ist das Entscheidende. Jedes Quadratzentimeterchen Raum, jedes Quadratzentimeterchen Fläche und jeder Kubikzentimeter Raum wird genutzt in so einem Fahrzeug. Hier haben wir jetzt noch eine Besonderheit. Und zwar haben wir hier auch noch mal ein Hubbett hier vorne. Das heißt, Tochter und Sohnemann können mit in den Urlaub. Die Eltern schlafen hinten und die Kinder schlafen vorne im Hubbett. Wie das funktioniert, ist ganz einfach. Die Sitze werden nach vorne geklappt und dann kann ich das Hubbett runterziehen und habe noch mal eine riesengroße Liegewiese von 1,60 Meter mal 2 Meter. Ja, das würden wir gerne mal zeigen, denn ich sag mal, der Raum oben, der ist riesengroß. Wenn Sie dachten, das Bett, das wäre jetzt zu klein, dann kann man das massiv erweitern. Ja. Und natürlich auch noch ein Vorteil ist hier die Tür. Also selbst wenn die Kinder oben schlafen, kann man hier dann nochmal abriegeln. Tschüss! Okay, das heißt, ich habe zwei getrennte Schlafräume quasi. Genau. Cool. Und jetzt ja, da kommen wir gleich mal. Ja, bitte. Jetzt zeige ich dir mal, wie fix das Bett runtergeht. Hier gibt es eine Entriegelung. Und schwupp ist das Bett unten und jetzt schau dir das an. Das sind 1,60 Meter mal 2 Meter Liegefläche. Ja, sehr schön. Die Patricia, die will unbedingt mal darauf. Hast du mir gerade gesagt? Komm, ich helfe dir. Dass man das mal sieht. 2 Meter bedeutet. Wo genau? Da drauf vielleicht? Kommst du da hin? Genau. Oder erst hier, genau. So. Der Weg ist das Ziel. So, das da vorne. Der Vorteil ist, angenommen, man hat zwei Personen, der eine schnarcht. Und da gibt es dann eine Frau eventuell, die sagt, hey, ich wach bei jedem Kiki auf, ja. Und dann kann man sich komplett vereinzeln. Man kann mit drei Leuten fahren, man kann aber auch getrennt schlafen, was der eine oder andere will. Ja, natürlich. Das ist ja das Schöne, alles ist möglich. Ja, 2 Meter Breite, das ist richtig groß. Ja. Hier oben habe ich noch ein eigenes Fenster mit drin. Genau, eigenes Fenster. Auch hier haben wir wieder Beleuchtung, die reagiert auf Anstippen. Ja, genau, ganz einfach. Und es gibt natürlich auch immer Steckdosen in der Nähe, wo ich dann mein Handy und mein iPad aufladen kann. Und das Bett ist in 30 Sekunden wieder verschwunden. Ja, das Schöne ist, man kann die Bettauflagen drauflassen. Genau. Das geht auch. Das ist dafür auch. Bettzeug kann drin bleiben. Ja. Ich muss also nicht anfangen, mein Bett neu zu beziehen, sondern alles ist fertig. Einmal schwupp ist es oben. Ja, ich zeig mal gerade, wenn du mal kurz da liegen bleibst, Patricia, wir gehen mal ganz kurz raus, zeigen mal, wie sieht das Ganze jetzt von außen aus. Denn da ist so ein Stoff mit drin, dass das Ganze auch schön dunkel bleibt. Genau. Und dass ich meine Privacy habe, auch tagsüber, wenn ich mal runter will. Genau, absolut. Das ist der Vorteil von dieser Konstruktion. Und ich habe sozusagen meine eigene Hülle. Ja, man sieht, dass hier Metall ist hier verbaut und ja, das ist richtig aufwendig gemacht. Das macht ihr auch selber, eigene Fertigung? Das sind Teile, die wir konstruieren und die wir dann teilweise fertigen lassen, weil mit den Aluprofilen, das ist sehr speziell. Wir haben halt hier eine sehr solide Konstruktion gewählt. Das sieht man ja mit diesen Strangprofilen hier, weil hier ja auch Kräfte drauf liegen. Ja, das ist so. So, wir gehen mal ganz kurz rein. Hier vorne sieht man das Bussystem. Ihr habt ein CAN-Bussystem, mit dem man das Licht an- und ausschalten kann. Aber was total klasse ist, wir zeigen jetzt einfach mal, wie schnell das Bett wieder zurückgebaut ist. Ja, Patricia, komm mal runter. Ja. Und das macht mal ganz kurz die Patricia, die hat es noch nie gemacht. Denn das hier hat einen anderen Verschluss. Ah, ja, unten ist ein Drehknebel. Aha, und wie funktioniert das? Einfach hoch. Einfach drehen und festhalten. Ah, ja. Ein bisschen nach unten drücken das Bett. Nach unten drücken, okay. Jawohl. Ah, ist das schwer, Patricia? Nö. Also, nö. Nö. Selbst ich bekomme das hin, ja. Okay, da oben ist noch eine entsprechende Sicherung, dass man es also... Genau, das wird im Fahrbetrieb dann hier oben verriegelt, dass das natürlich nicht bewegen kann. Und dann werden die Sitze wieder nach hinten geklappt und wir können zur nächsten Station fahren. Ja, ich zeig mal ganz kurz, wenn ihr euch beide mal hinsetzt, vielleicht mal gerade mal, wir machen mal gerade einen Kaffee. Stündchen. Das heißt, der Stefan, der macht mal kurz den Sitz nochmal gerade. Genau, ich klappe dir den Sitz nochmal schnell ab. Und da ist natürlich der voll integrierte mit dem Panorama ist natürlich schon der Hammer. Genau. Heute zeigen wir alles. Das ist hoch runter. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen was gelernt. Was hast du gelernt? Dass zum Beispiel an der Seite ein Hebel ist zum Sitze drehen. Das habe ich jetzt mittlerweile. Ja, für alle, die zugucken, die sagen, die hat ja keine Ahnung. Du hast wirklich keine Ahnung. Das erste Mal auf einer Campingmesse, noch nie gecampt und mittlerweile bei Video Nummer 16, 17 dabei. Das hier ist auch ein tolles Fahrzeug mit einer Länge von gerade mal 6 Metern. Und als vollintegrierter, krass, wie viel ihr auf den kleinen Raum untergebracht habt. Ja, das ist das Faszinierende. Kompakter, integrierter, unter 6 Meter. Und trotzdem haben wir hier 4 vollwertige Schlafplätze. Hier können 4 Menschen gut drin leben. Große Küche, schau mal hier.
drei Flammenkocher auch wieder hier, großer Kühlschrank, der hier montiert ist. Also das ist schon ein kleines Raumwunder, so ein 550. Ja, das ist sehr gefragt. Also ich sag mal, ein voll integrierter mit 6 Meter Länge. Und hier sieht man auch die Vorteile, wenn ich hier mal rausgucke, das ist wie im Kino. Ja, das ist großes Kino, weil das ist natürlich eine Panoramascheibe. Und du hast ja vorhin die Abschattung von dem Hubbett erwähnt. Ja. Wir haben aber trotzdem hier vorne, wie du siehst, Plissés, um die Frontscheibe auch zuzumachen. Das heißt, selbst wenn das Bett oben ist, hast du hier Privacy, wenn du die Plissé-Jalousie nach vorne machst. Ja, ich zeig das mal gerade. Die sind an der Seite drüben, die brauchen wir jetzt nicht aufmachen. Sind rechts und links und treffen sich dann in der Mitte und werden magnetisch zusammengehalten. Ja, man hat dann alles gedacht. Und das Gleiche gibt es natürlich für die Seitenfenster hier mit den Vorhängen. So ist das. Ja, cool ist auch, ich habe hier noch eine Fahrertür. Das ist gerade zum Thema Maut. Ich muss mal aussteigen und so weiter. Das haben die ganz Großen noch nicht mal. Das ist hier mit drin. Und Basis Ducato, das ist jetzt ein Schaltgetriebe, gibt es aber auch mit Automatik? Gibt es mit Automatik, das wird auch sehr gerne nachgefragt. Die ist neu, die 9-Stufen Automatik und sehr, sehr komfortabel. So, du hast was entdeckt? Ja, auch hier sehen wir wieder ein Fliegengitter. Und das Ganze hochschieben und dann wird es abgedunkelt. Komplett hoch? Muss ich das reindrücken? Ah ja. Ah, jetzt verstehe ich. Das geht aber von unten nach oben. Das heißt, also wenn ich es jetzt ein bisschen nur runter mache, da kann man nicht reingucken. Wenn du es noch mal ein bisschen runter machst, zusammen, und trotzdem bleiben die Fliegen draußen. Nee, einfach runterschieben. Genau. Okay. Und? So, jetzt kann nicht jeder sehen, was auf dem Teller ist. Und trotzdem kann ich noch draußen sehen, was los ist. Ja. Ja, super. Die Stoffe, sehr mäßige USB-Steckdose mit drin. Ja, ein voll integrierter auf gerade mal 6 Meter Länge. So, last but not least, schauen wir uns jetzt noch mal ganz kurz hier, was ist da drunter? Das ist wahrscheinlich auch eine eigene Konstruktion, um jeden Quadratzentimeter zu nutzen. Der Schrank hat es in sich. Genau, hier haben wir den Kühlschrank. Der lässt sich mit Gas oder mit Strom betreiben. Hier haben wir einmal die Besteckschublade. Hier unten ist nochmal Stauraum für Konserven, für Geschirr. Hier oben haben wir auch nochmal Stauraum. Das Ganze ist immer dann auch beleuchtbar. Und hier haben wir also einen vollwertigen Küchenblock, der frei ja steht. Und der Vorteil ist natürlich, das, was ich hier zubereite, kann ich sofort hier eben schnell auf den Tisch stellen. Ja, ihr habt eine eigene Holzmanufaktur. Das heißt, hier unten, wenn du mal so lieb bist, mach das mal auf, so eine geschwungene Tür zu produzieren. Ja. Das ist ja nicht trivial. Genau. Wir haben eine sehr, sehr große Möbelfertigung. Wir fertigen bei uns in Jandelsbrunn auch die Teile und diese Module. Und das wissen die wenigsten ja. So ein Reisemobil wird ja von innen nach außen gebaut. Ja. Das heißt, die Möbelmodule kommen auf diese Bodenplatte. Und dann kommen erst die Seitenwände und die Frontend und Rearend drauf. Krass, das heißt also, ihr baut das alles ein, man bekäme es so gar nicht mehr zusammen. Das ist so wahrscheinlich. Ja, das Beste ist, wir fahren mal zu euch irgendwann mal, gucken uns das mal an. Besonders toll ist das Bedienteil. Es ist komplett schwarz, Frauen lieben es. Wenn keine Schalterchen rausgucken, man kann einfach drüber streichen. Ja. Und dann kann ich es bedienen. Genau, jetzt gibt es hier mehrere Möglichkeiten. Ich kann einmal schauen, was macht meine Aufbaubatterie, was macht meine Fahrzeugbatterie. Ja, das ist die Aufbaubatterie, die ist jetzt im roten Bereich. Was macht mein Frischwasserstand? Der Tank ist gerade leer, deswegen blinkt das hier blau. Was macht mein Grauwasser? Und hier kann ich jetzt das Licht und die Wasserpumpe einschalten. Einfach Plug-in, also einmal push the button und dann ist die Pumpe an. Ja, das heißt, es wird ja empfohlen, wenn man geht, die Wasserpumpe auszuschalten. Richtig. Das ist so. Die Truma-Heizung ist quasi wartungsfrei. Das muss man sagen. Ab und zu muss man Gas anschließen, das ist so. Aber das Ding ist ganz anders wie beim Wohnwagen, was man so kennt, wo sie ja mittlerweile auch eingebaut werden. Richtig, ja. So, die macht warmes Wasser und? Genau, die Truma-Kombi-Heizung macht beides. Sie macht warmes Wasser und sie macht warm im Fahrzeug. Und da gibt es dann immer auch eine Boost-Funktion. Das heißt, das ist wie ein Durchlauf. Verhitzer. Wenn ich also jetzt sofort heiß duschen möchte, drücke ich die auf Boost, diese Heizung, und dann habe ich sofort heißes Wasser. Verstehe. Ja, Truma auch bekannt. Wenn hier übrigens ab und zu mal ein paar Sachen nicht gehen, muss ich fairerweise dazu sagen. Ihr habt einige Sachen gesperrt auf der Messe. Das heißt, aus Sicherheitsgründen, gerade das Thema Heizung. Hier ist jetzt der Hintergrund. Die Truma läuft natürlich mit Gas. Wir haben aber in allen unseren Ausstellungsfahrzeugen keine Gasflaschen drin.
Und dann würde hier eine Fehlermeldung kommen. Und deswegen schalten wir das in der Funktion oder hier, ab. Oder hier das Licht mal kommt und so weiter. Ihr habt ja hunderte von Grundrissen. Wir gehen mal kurz raus. Ja, dann das ist für mich auch gar nicht so einfach, Sven, weil wir haben über 220 Grundrisse. Und manchmal muss sogar ich schauen, wo der Schalter ist. Ja, so ist das. Ja, so sieht er von vorne aus. Unter 6 Meter. Es ist ein absolutes Raumwunder als voll integrierter. Herzlichen Glückwunsch, habt ihr gut gemacht. Danke. Ich glaube auch, das Fahrzeug kommt gut an und die Kollegen, die ihn gemacht haben, sind auch sehr stolz auf ihn. Ja, Thema Gewährleistung. Wie sieht es denn damit aus? Ihr seid sehr kulant, habe ich gehört, wenn man denn die Dichtigkeitskontrollen macht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir sind einer der wenigen Hersteller, der 10 Jahre Dichtheitsgarantie gewährleistet, wenn man jährlich seine Dichtheitsprüfung beim autorisierten Händler macht. Das ist an Fristen gebunden, stellt aber dann sicher, dass das Fahrzeug wirklich dicht ist. Und das sollte ja sowieso jeder in seinem eigenen Interesse sicherstellen, denn Feuchtigkeit im Fahrzeug macht keinen Spaß. Wenn man das jedes Jahr macht, gewähren wir 10 Jahre auf die Dichtheit Gewährleistung und das wird auch sehr, sehr gut angenommen. So, jetzt gucke ich mal gerade, wir haben hier einmal den i55 und dann vielleicht im Schnelldurchlauf in 2 Minuten, das ist praktisch der gleiche mit einem etwas anderen System, der i600? Genau, das ist der größere Bruder. Wir haben jetzt hier den Knaus Van i500 und das ist der Knaus Van i600 und du wirst es das Schöne schon erraten, 600 ist größer als 500. Ja, und da ja etwas unterstapelt, ist der jetzt 6,80 Meter rund lang. Und jetzt sieht man auch schon gleich von außen, schau dir mal die Heckgarage an. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Hier gibt es noch zusätzliche Ablagefächer. Da ist dann Platz für die Auffahrkeile, für den Verbandskasten, fürs Warndreieck, für Gepäck und so weiter. Und trotzdem passen hier noch 2 Pedelecs oder 2 Fahrräder, 2 Mountainbikes rein, die natürlich immer verzurrt und verschnürt werden können. Auch hier haben wir wieder die große Garagentür, beidseitig. Und wie du es vorhin so schön gesagt hast, ich lerne ja auch bei dir dazu, Sven, Einhandbedienung. Ich habe ja bei Weinsberg gedreht. Ah, so, und da bist du ein Experte. Und da stand das drauf und das war Einhandbedienung und ich dachte mir, das Wort, das merkst du einfach mal. Ja. Ich kann ja leider keine Videos drehen, ohne was zu lernen. Ist Platinum Selection, aber vielleicht ganz kurz, das Wesentliche ist, glaube ich, die Größe. Ja. Ganz anderer Schnitt. Jetzt haben wir einfach einen Meter mehr und ganz klar, so ein Meter mehr macht natürlich auch mehr aus. Du erinnerst dich, die Küche war vorhin bei dem kurzen hier, wo die Sitzbank ist. Ja, warte jetzt mal kurz, ich drehe mal gerade. Jetzt haben wir hier aber nochmal quer zur Fahrtrichtung eine komplette Sitzbank für 2 und damit wird das Fahrzeug natürlich auch noch besser nutzbar. Küchenblock ist da, Spüle ist da. Kühlschrank ist jetzt hier ein großer Kühlschrank. Na? Genau, von oben bis unten, fast 1,50 Meter. Genau, mit Gefrierfach, mit Ablagefächern und so weiter. Ist ja unglaublich, was die 60 cm oder 70 ausmachen. Ist klar, hier zählt natürlich auch jeder Zentimeter. Aber, und ich möchte dir nochmal 2 kleine Details noch zeigen, hier hinten, Sven. Einmal, schau mal hier unten die Nachtlichter. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Was ist, du musst nachts mal ums Eck gehen und dann tappst du nicht im Dunkeln rum, sondern diese kleinen Positionslichter da vorne ist dann auch noch eins montiert. Die zeigen dir, wo es längs geht. Und wenn du dann noch ein bisschen Stauraum brauchst oder deine Hausschuhe suchst, dann machst du einfach den Schuhschrank auf und holst deine Hausschuhe aus der extra Klappe raus. Ja, das sind so kleine Details, wo die Kollegen und Kolleginnen einfach immer darauf achten, dass wir jeden Raum auch sinnvoll nutzen. Ja, ich hatte jetzt mal kurz ins Bad rein, das haben wir eben nicht gemacht, das ist aber nicht so schlimm. Auch das ist wieder so ein Multifunktionalbad, ja. Hier ist jetzt die Situation, ich will mich waschen, ich will mir die Zähne putzen, ich muss auf Toilette. Die Situation, ich gehe duschen. Sieht dann so aus. Ja? Sag mal, vor 4 Jahren, als du angefangen hattest, war das System schon da? In der Form nicht. Nein, das ist richtig. Das sind alles neue Innovationen. Hier geht es jetzt dann noch darum, die Tür verriegelt dann auch diesen Bereich. Und ich mache also nicht alles andere nass, sondern die Nässe bleibt sozusagen in dem Duschbereich. Ist klar, dann muss der Teppich natürlich raus. Den haben wir jetzt nur hier während der Messe. Und ansonsten klappt man das Ganze wieder zurück. Du siehst, der Spiegel ist beleuchtet. Hier kannst du den Kajalstift nachziehen. Und wir haben trotzdem Ablageflächen und noch weiteren Stauraum. Hier rechts, der dann auch trocken bleibt. Schwenk mal rein, da ist nicht nur ein Spiegel, da ist auch noch mal eine Ablage in der Ecke. Warte, ich gehe mal kurz rein, zeige ich da. Ah, da, okay. Und dann wieder ein ganz, ganz beliebtes Feature,
Kleinigkeit, aber auch da kann ich immer nur sagen, die Kollegen denken dran, nasse Klamotten aufhängen, wunderbar, machen wir im Badezimmer, kann gut austropfen. So, und da, wir haben es noch nicht gezeigt, ist tatsächlich die Toilette mit einem Luftausströmer direkt daneben, denn man kann das Fahrzeug komplett im Winter nutzen, ist winterfest. Absolut, Doppelboden das Fahrzeug und die Fahrzeuge sind alle winterfest, nach DIN geprüft. Mach nochmal kurz zu, ich bin so fasziniert davon. Hier die andere Seite, genau die Funktion. Wie schnell das geht? So einfach geht das. Der Riegel ist relativ schlicht und wenn ich dann die Tür zumache, die Tür hat einen Anschlag und sichert diese seitliche Wand. Jetzt ist also nur diese Nasszelle, die nass wird und alles andere bleibt trocken. Ja, überall habt ihr Haken. Du hast mir auch schon erzählt, das ist nicht einfacher. Ihr habt immer eine wertige Ausführung, das ist wichtig, so Kleinigkeiten entscheiden so oft. Ja, natürlich ist so ein Fahrzeug immer die Summe der Details und ich bin der festen Überzeugung, Details sind keine Details, sondern hier geht es immer um die Summe. Patricia, ja. Jetzt haben wir zwei verschiedene gesehen. Eben hätte ich schon gesagt, der 6 Meter, das ist mein Auto. Mhm. So, und jetzt gehst du hier rein, ganz anderer Grundriss, viel mehr Freiheit mit allem drum und dran, die Qual der Wahl. Stell mal vor, du würdest mit deinem Mann jetzt hier durchgehen und das sind ja jetzt nur zwei Fahrzeuge gewesen, ja. Jetzt ist die Messe ja nur halb bestückt, weil einige nicht hergekommen sind, ja. Kriegt man überhaupt eine Entscheidung hin? Also Entscheidungen werden, glaube ich, immer in der Familie getroffen, ne? Also und insofern, aber die Auswahl ist eben da, ne? Es ist für jeden etwas dabei, unterschiedliche Marken, unterschiedliche Grundrisse und ja, muss man auch sagen, unterschiedliche Qualitäten. Wir bei Knaus Tabak sind da sehr, sehr gut aufgestellt und freuen uns auf die Kunden. So ist es. Ja, das ist jetzt nochmal der etwas größere, wir gehen mal raus. Das Beste ist, Sie schauen sich das Ganze mal live an, hier für euch ein Blick in den Caravansalon 2020 am zweiten Messetag. Ihr habt den ersten Messetag, der normalerweise für das Fachpublikum vorgesehen ist, zum Besuchertag gemacht. Hat sich das bewährt? Das hat sich bewährt und das hat natürlich auch die Situation ein Stück weit entlastet, obgleich gestern es relativ verhalten war. Aber ich habe mit den Verkäuferkollegen gesprochen und die waren sehr, sehr erfolgreich. So, der Messetag geht zu Ende. Ich gucke mal auf die Uhr, es ist 16:30. Ich glaube, wir könnten uns schlafen legen. Wir hätten wahrscheinlich 500 Möglichkeiten, das zu tun. Aber wir gehen jetzt erstmal einen Kaffee trinken, wir zwei. Wie hat es dir bis jetzt gefallen? Also ich könnte mich nicht entscheiden. Also müsste ich mich jetzt für ein Fahrzeug entscheiden? Ich habe dir ja gestern schon gesagt, ich würde die ganze Karte nehmen. Ja, aber jetzt wir haben Folgendes gesehen. Wir haben einen VW-Bus, einen Mercedes-Benz gesehen, so einen ganz kleinen. Ja, wir haben einen Kastenwagen, einen CUV haben wir gesehen. Ja, wir haben einen Teilintegrierten gesehen, einen Vollintegrierten. Die Qual der Wahl, das ist gar nicht so einfach. Das heißt, man muss sich die Zeit nehmen. Wie ist denn so die Entscheidungsdauer bei so einem, bei einer Anschaffung? Ist das wie bei einer Küche ein Jahr? Das ist unterschiedlich, aber gerade hier auf einer Messe mit natürlich dann auch nochmal extra Messeangeboten, Klima zum halben Preis, Klimaanlage, da fällt die Entscheidung dann schon schneller. Und wir stellen eben auch fest, die Kunden sind gut vorbereitet, die sind informiert, die wissen schon, welche Marken sie wollen und sie haben auch schon idealerweise eine Vorstellung, welcher Grundriss oder welches Modell für sie in Frage kommt. Aber Sven, wenn es bei dir konkret um die Entscheidung geht, da kann ich dir leider nicht helfen, da musst du selber durch. Ja, da müssen auch die Fachhändler her, denn die haben Tricks drauf, wie man denn zu einer Entscheidung kommt. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich 5 Tage umgesehen hat und trifft dann gar keine Entscheidung. Dann hat man nämlich gar nichts. Also, hier ist er einmal, der Van i550 MD mit einer Länge von 5 Meter und 96. Ja, wie er hier steht, für 71.038 Euro mit 16% Mehrwertsteuer. Und hier ist der Van i600 MG, der etwas längere Bruder, den er hier ausgestellt hat. Und die Messe geht so langsam dem Ende zu am Samstag für 79.256 Euro. Und wer das nicht gerade bar dabei hat, ja, ich habe die Sparkasse mit dabei und die bieten das an für 605 Euro auf 10 Jahre finanziert. Und man kann auch sagen, 10 Jahre hält er, oder? Mehr. Die durchschnittliche Verweildauer dieser Fahrzeuge liegt bei 12 Jahren, wo das Fahrzeug in der ersten Hand bleibt. Also ganz entspannt. Ja, vielen, vielen Dank, Stefan, der Van E Platinum Selection und ja, zwei vollintegrierte, nicht zu lang, nicht zu kurz für ganz besondere Campingliebhaber, die, ich sag mal, damit Städtereisen machen könnten, die damit auf den Campingplatz gehen könnten, an die Nordsee oder natürlich auch nach Italien fahren können. Danke, Stefan. Danke dir, Sven, hat Spaß gemacht. Ja, und vielen Dank, Patricia. Danke, Sven.